Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar werde ich in dem Video ein bisschen über meine besten Videos in Anführungsstrichen sprechen. Fast ein Zungenbrecher hier. Fisch aus Fische, Fisch, 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 Fisch Videos. Und ich möchte euch die einfach mal vorstellen, weil als ich nach den Spielen gefragt habe, haben mir einige Leute Spiele vorgeschlagen, die ich tatsächlich schon gespielt habe. Und da habe ich gedacht, okay, fuck, ich habe hier viele neue Leute bekommen. Schon wieder Fisch aus Fische, Fisch, neue Leute. Krass. Viele neue Leute bekommen und ich kann ja einfach mal ganz schnell vorstellen, was ich so hab, weil manchmal vergisst man das, also ist jetzt nicht ironisch gemeint, manchmal vergisst man ja, dass Playlists gibt oder man ein bisschen durchklicken kann und ja, ich werde nur auf die mehr oder weniger Sachen eingehen, die ich wirklich sehr gut finde. Alles andere kann man natürlich auch angucken, die gibt's nicht umsonst, aber ich möchte jetzt wirklich nur auf Sachen eingehen, wo ich sage, okay, da weiß ich, das sollte auch der Mehrheit gefallen, wenn sie denn mich mag. So, Stardew Valley, natürlich, aber das ist noch aktuell. Von daher werde ich dazu jetzt mal nichts sagen. Worms kann ich empfehlen. Ist ähnlich wie Tricky Tower. Also nicht ähnlich vom gleichen Spielprinzip her, aber die gleiche Truppe. Und ist gut geschnitten. Also sehr viel Action, sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Worms ist auch jeder Part alleine in ein Meisterwerk. Und hat keine zusammenhängende, außer vielleicht, dass man vielleicht mal in einem Part was zu einem anderen aus einem vorherigen Part deswegen gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber alle Parts sind eigenständig. Kann ich sehr empfehlen. 7 Videos sind sehr cool geworden. Tricky Towers spricht für sich. Dann diese ganze Playlist hier, da werden wir auch gleich ganz kurz mal reingucken. Kann ich aber mehr oder weniger komplett eigentlich empfehlen. Da sind einzelne Parts drin, wo ich kein ganzes Let's Play zu machen wollte oder keins draus geworden ist oder sonstiges. Dann Evil Within 2. Kann ich sehr empfehlen, weil es so ein bisschen so ein Kontrast zu diesen normalen Horror-Game-Spielen ist. Weil ich nicht diese Person bin, die laut aufschreit, wenn sie sich erschreckt in hoher Stimme. Das mache ich nur, wenn ich wütend rede. Dann geht meine Stimme hoch. Nee, leider wird sie nicht dunkler. Nein, aber zurück zur Playlist. Kann ich sehr empfehlen. Ich fand es einen sehr netten Kontrast zu der Art und Weise, wie so Horrorspiele immer gerne vorgestellt werden. Ich fand's lustig, das Spiel ist selber abgebrochen, beziehungsweise das Projekt, weil das Spiel selber fand ich nicht so gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, wer sich für Horror ein bisschen interessiert und sagt, okay, ich möchte mal den fluchenden Klaus bei sowas sehen, bitte sehr. Dann natürlich tausendmal zu empfehlen, Counter-Strike sowie PlayerUnknown's. Geschnittene Videos, alles kennt ihr ja, wer ein Video davon kennt, so sind alle Videos aufgebaut. Kann ich sehr, sehr empfehlen, auch die, die schon älter sind. Da sieht man auch dann sehr gut, wie sich der Schnittstil vielleicht ein bisschen geändert hat. Ansonsten, alle sehr lustig. Das Commentary ist ja immer Hammer von uns. Also das kann man ja nicht anders sagen, ne? Also kann ich sehr empfehlen. Und wo wir bei Hammer-Commentary sind von Manu und mir, kann ich auch Goof Group empfehlen. Ist ein Together. Haben wir auch beispielsweise schon bei Donkey Kong 3, Donkey Kong 2 und Donkey Kong 1. Die drei kann ich auch empfehlen, inklusive Goof Group. Sind Super Nintendo-Spiele. Aber sehr, sehr lustig. Dann, wer sich für klassische Let's Plays interessiert, da könnte ich vorschlagen Ori and the Blind Forest, Evoland 2 und Terranigma. Gerade Evoland 2 ist, glaube ich, das Beste der dreien. War ich damals sehr stolz drauf. Ist, wie gesagt, ein klassisches Let's Play. Also wird alles gezeigt, kaum gecuttet. Also ich glaube, ich habe das Einzige, was ich aus dem Spiel geschnitten habe, war irgendwie so ein besonderer Spielmodus, weil der sonst ewig gedauert hätte. Aber den habe ich auch gezeigt, nur nicht in voller Länge. Also sehr, sehr gutes Projekt, ultra schön Spiel und ich war damals sehr froh auch über das Commentary, also kann ich sehr empfehlen. Ori and the Blind Forest war ganz okay und Terranigma ist halt mein erstes Let's Play, also wirklich mein allererstes Let's Play, kann ich nur empfehlen, wer das mal vergleichen möchte. Also damit werde ich bestimmt nicht so viele Leute in den Bann ziehen, aber wer sagt, okay, das will ich mir mal antun, dem kann ich das wirklich empfehlen. Dann gucken wir uns jetzt, oh Gott. Was habe ich denn da? Das gucken wir uns zum Schluss an. Dann gucken wir uns jetzt noch ganz schnell die Playlist an. So, das sind wie gesagt einteilige Parts, größtenteils zweiteilige. Und da kann ich echt vieles empfehlen. Aber die wichtigsten sind, glaube ich, der Hurensohn-Test. Das männliche Spiel auf YouTube. Diese Bilder habe ich getwittert. Evoland 1. Und der zweite Part von Battle Chasers Night War würde ich empfehlen, wer sich für RPGs interessiert. Sowie der zweite Part von Watch Dogs 2. Das sind so die ich denke, das sind die besten hier in dieser Playlist. Die anderen sind natürlich erste Teile, wobei bei Watch Dogs war es hier noch auf dem Let's Play getrimmt, hier schon nicht mehr.
Hier, das ist ein kleines Indie-Game gewesen, was mir empfohlen wurde. Hier ein kleines Real-Life-Video in Anführungsstrichen. Aber vor allem der Hurensohn-Test, der würde, glaube ich, einigen gefallen. Der ist wirklich gut geworden. Den kann ich nur empfehlen. Das war's dann mit diesem Video hier und den Playlists oder Videos, die ich empfehlen kann. Wie gesagt, nochmal ein Schnelldurchlauf. Worms, hier die kurzteilige Evil Within, Counter-Strike, PlayerUnknown's, Goof Troop, Ori and the Blind Forest für Classy Let's Plays, Evoland 2 für Classy Let's Plays oder Terranigma für Classy Let's Plays und ansonsten noch die Together-Projekte mit Manu und teilweise sprechen der Rest auch für sich. TTT, sehr schön, um sowas nochmal aufzufrischen. Ich meine, ihr habt das damals sicher bei anderen gesehen, jetzt könnt ihr es nochmal bei mir sehen. Und ja, dann schauen wir jetzt noch ganz schnell in die Favoriten rein. Und es ist zum Glück ein Dubstep-Remix von einem Reggae-Lied, weil ich höre eigentlich kein Reggae-Lied. Also, es gibt ein einziges, was ich höre, aber ich höre eigentlich kein Reggae. Uwe Banten höre ich, 11. September. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wie das geht, aber ich habe das letztens habe ich das nochmal rausgesucht, aber ich habe es irgendwie direkt, glaube ich, beendet. Ja, hier, ein bisschen... Ja, aber ist eigentlich schon lustig, weil der auch noch weiß ist und Reggae ist ja eigentlich so Bob Marley, Ziggy Marley, nur so Musik der Schwarzen, so wie Gospel oder so. Und dann das einzige Lied, was ich davon höre, ist von einem Weißen. Voll idiotisch eigentlich. Aber das war ein gutes Lied, aber ich hasse Reggae, also ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist das Einzige, was ich mag. Weiß jetzt nicht, worum das Lied genau geht, wenn jetzt ein CEO hier, heikles Thema, ich weiß nicht, was er da genau drüber singt, ist über 10 Jahre her für mich wahrscheinlich, gab es das schon vor 10... Ey, wir haben den 27. Nice. Aber, ja, gut, so viel dazu. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, dann bei einem aktuellen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.